Ja, ihr lieben Liebenden, heute ist mein Thema Freundschaft. Oh, ich merke gerade, ich sitze irgendwie unglücklich. Es spiegelt sich verflixt nochmal. Ich krieg's aber nicht besser hin. Mut zur Doofheit, Mut zur Hässlichkeit. Jo, das war natürlich auch nochmal ein Thema, was ich aufnehmen wollte. Freundschaft. Ja, also das nervt mich jetzt. Aber besser kriege ich es nicht hin. Okay, ein bisschen weiter weggehen. Freundschaft. Ja, was habe ich mir dazu gedacht und wie komme ich auf das Thema Freundschaft? Freund schafft etwas schaffen. Freunde schaffen. Will ich eigentlich Freunde erschaffen? Nö. Entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Also finde ich das Wort irgendwie blöde. Freund, Freude. Hat man mit Menschen, die einen umgeben und sich Freunde nennen oder die ich Freunde nenne, das ist ja sehr oft ein großer Unterschied. Ich nenne die meisten Bekannte, gute Bekannte, schlechte Bekannte, Bekannte, die man besser nicht kennt. Aber Freunde sind für mich etwas, die mit mir teilen. Das heißt, die nicht berechnend sind. Die dürfen neidisch sein. Das hört sich vielleicht jetzt komisch an für euch. Neid bedeutet für mich nichts weiter als etwas gut finden und das Ganze dann selbst auch auf die Beine zu stellen. Hey, was gibt's Besseres wie Vorleben und Nachleben? Also neidisch darf man in der Freundschaft sein, aber nicht missgünstig, etwas nicht gönnen. Ja, das finde ich dann ganz schön übel. Das hat nichts mehr mit Freundschaft zu tun. Gut, mal an den eigenen zu groß geratenen Zinken packen. Fehler haben wir alle. Bei mir ist es so, wer von mir Freundschaft geschenkt bekommt, ja, der muss damit rechnen, dass ich teilweise ganz rar bin. Einfach weil ich die Zeit für mich brauche und nutze oder weil ich eben keine Zeit habe oder weil in dieser Zeit nichts geht. Dann, wenn ich dann mal kann und funktioniere und will, dann bin ich sehr präsent, will ich das mal ganz vornehm ausdrücken. Tja, dann quatsche ich gerne Leuten wie dir jetzt Klinken ans Ohr. Dann bin ich übervoll an Kreativität und Gedankenblumen. Dann möchte ich alles in einen Tag packen, weil ich oft Angst davor habe, dass der nächste Tag eben nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Ja, und dann möchte ich alle mitreißen mit der Freude, mit der Liebe, mit der Dankbarkeit, mit den schönen Dingen und vor lauter. Ach, ich möchte dir das mal zeigen und guck doch mal und ach, hast du nicht Lust und wa, bla 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 bla. Habe ich mich dann auf einmal selbst vergessen, weil zwischendurch habe ich ja dann auch noch meine Familie, meine Hunde, meinen Garten, mein Radio, meine WordPress-Seite Gedankenblumen, einige Dinge, die mir wichtig sind. Freundschaft. Ist das Freundschaft, was ich gebe, frage ich mich dann. Was erwarte ich denn von anderen, wenn sie meine Freunde sind oder wenn es ein Freund oder eine Freundin ist? Also Ehrlichkeit. Ehrlichkeit verlange ich schon fast geradezu, aber nicht Taktlosigkeit. Taktlosigkeit ist frech, tut weh und anderen Menschen wehtun, finde ich ganz mies. Also man sollte schon nach Worten angeln, nicht künstlich, aber nach Worten angeln, um die richtigen rauszufischen, damit man jemanden mit der Wahrheit, die man selbst in sich trägt, für etwas, was man erlebt gemeinsam oder hört, dass man das sich gegenseitig so sagen kann, dass es der andere versteht. Und vor allen Dingen, ich versuche es immer. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Auch ich bin nicht perfekt. Das muss ich dazu sagen. Auch ich bin manchmal taktlos, ohne es zu wissen, unbewusst also und möchte das gar nicht sein. Niemals, niemals.
Ja, und trotzdem bin ich's. Also, ich versuche im Vergleich oft Symbolsprache, bildhafte Sprache etwas umzusetzen, um dem anderen zu sagen, warum ich etwas gut oder schlecht oder gerade blöd oder lustig oder sonst etwas empfinde. Ich gehe dann von mir aus. Ich sage oft, was mir wehtut, was mir Freude macht und sage warum, weil ich glaube, das kann man dann schon ganz gut verstehen. Meine Macke ist es, Sachen wie jetzt hier zu erzählen, vorzugeben. Da, was heißt meine Macke? Das gehört zu mir. Also ich bekomme oft gesagt, dass das, was ich zu sagen habe, Herz und Verstand hätte. Okay, Verstand vielleicht nicht immer, aber Herz. Dass mein Herz auf der Zunge läge, was ich jetzt, glaube ich, als positiv werten darf. Aber dass ich zu überbordend bin. Das heißt, ich finde keinen Punkt richtig. Schaffe ich nicht. Ich arbeite aber dran. Versprochen. Oder vielleicht sollte ich es gar nicht. Zwei sein, zweifeln. Auch kein gutes Wort. Zerrissen sein. Nee. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann überlege ich es mir nochmal und ihr sagt mir einfach auch eure Meinung dazu. Aber ehrlich und taktvoll. Mit Herz bitte. Ja, Freundschaft. Was bei mir schwierig ist, dann noch, was kann ich nicht geben? Das ist Beständigkeit. Beständigkeit nicht in der Freundschaft, sondern Beständigkeit im Tun, im Sein, im Gemeinsamen. Weil oft bin ich euphorisch, dann, wie gesagt, ist zu viel. Dann bin ich zu Tode betrübt, dann bin ich zu wenig. Ich bin Vorreiter, ich organisiere gerne, ich bin kreativ, ich mache die Scheißarbeit, die Drecksarbeit und super gerne, aber verliere nicht die Lust daran, sondern gebe es gern weiter, so widdermäßig, was ich eben bin, in gute Hände und weiß mein Baby dann in guten Händen beschützt, behütet, gepflegt und stürze mich auf neue Projekte. Hier habe ich jetzt das Gefühl, das wird mehr. Und deswegen Freundschaft. Freunde schaffen. Freude schaffen. Nein, wir schaffen nicht nur Freude. Wir schaffen auch Leid gemeinsam. Und wir schaffen auch Streit gemeinsam. In einer Freundschaft möchte ich keine Freunde schaffen und keine Freude schaffen, sondern in einer Freundschaft. Ja, da darf ich sein, wie ich bin. Und das ist das höchste Gut, glaube ich, was ich schenken darf. In einer Freundschaft darfst du sein, wie du bist. Und alles, was du mich erfragst und ich dir als Antwort gebe, ist für dich nur eine Hand der Freundschaft, die du nehmen kannst, aber auch einfach alleine gehen kannst. Immer im Wissen, dass meine Freundschaft für dich immer da ist. Herzensfreunde, Seelenfreunde, Liebe, das gehört in eine Freundschaft. Geduld. Wenn das nicht vorhanden ist, dann möchte ich sagen, ist es keine Freundschaft. Und wer sich ständig auf den Schlips getreten fühlt oder einen roten Teppich braucht und den Hintern abgeputzt bekommen muss, symbolisch. Das ist ein lästiger Freund. Nee, das ist kein Freund mehr. Das ist ein guter, guter, guter Bekannter. Und wenn es dann Menschen gibt, die an gemeinsamen Projekten mit einem arbeiten und dann plötzlich sagen müssen, mein Projekt, meine Sache, mein Ding, ja Gott, dann ist es eben so. Ich bin einfach froh, dass es weitergeht. Bitte tragt mir das nicht zu, weil dann seid ihr nicht meine Freunde. Diejenigen, die das tun, wie gesagt, ich sprach vorhin von Neid und Missgunst. Das ist okay, lasst sie. Es gibt andere Momente, wo wir wieder wunderbar zusammenpassen. Solange mir meine Babys nicht aus der Hand genommen werden, weggenommen werden, zerstört werden, ist alles in Ordnung. Und wenn sich aus meinen Babys Familien bilden, das heißt, jeder nimmt etwas daraus mit. Und macht selbst daraus sein Ding, sein eigenes Baby. Hey, klasse. Also bitte,
Ehrlichkeit, Bescheidenheit manchmal auch, gehört auch dazu. Und bei mir ist es die Geduld. Ich habe keine und jeder muss das aushalten. Andersrum, ich habe auch keine Geduld bei anderen. Wobei ich ihnen aber zugestehe, dass es eben einfach nicht geht. Aber ich mir die Haare ausreiße, weil es nicht weitergeht. Gemeinsame Interessen, das wäre noch eine Sache. Das ist so das, was ich heute zur Freundschaft sage. Da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel. Ich glaube, ich habe mal ein halbes Buch darüber geschrieben. Aber das ist jetzt erstmal das Erste, was ich zur Freundschaft sage. Und ich möchte gerne, dass du auch was dazu sagst. Vielleicht machst du als Vlog hier unten drunter für mich eine Antwort. Kann ja ein Dialog werden. Dialog über Freundschaft würde ich es dann nennen. Und wenn du mir dann noch sagst, wie man die Kategorien einrichtet, dann können wir das untereinander pushen. Dann nach unten immer weiter, weiter, weiter. Gute Idee, oder? Naja, wenn nicht, dann war es eben nur eine Gedankenblume, die am Verrecken ist. Aber ich würde das Blümchen gerne mal gießen. Das gehört dann zu meiner Freundschaft. Und wenn du magst, lieber Zuhörer und Zuschauer, dann lade ich dich dazu ganz herzlich ein, auf meine Seite hier unten zu posten. Willkommen in meiner kleinen Welt und willkommen, wer weiß, vielleicht als meine neue Freundschaft. Das war's. Ciao, ich bin jetzt etwas müde, habe aber auch wahrscheinlich wieder zu viel gequasselt. Aber ja, was soll's. Das Leben ist so facettenreich. Ciao. Zur Not, ihr wisst Bescheid. Löschen-Knopf. Ich sag jetzt Bye-bye. Mittagsschlaf ist angesagt. Tschüss.